So, und da sind wir jetzt bei den Buben, ja? Also, das sind Bubengesichter. Da geht es nicht um die Frisuren, lang, kurz, feminin, maskulin, da geht es nicht um dies. Da geht es darum, dass die Kinder, wenn sie zum Beispiel einen Buchstaben M sehen, den Mund zusammennehmen, M, und den Atem durch die Nase signalisiert, dass er rauskommt. Jetzt gehen wir zu M, das ist der Nächste. Und auch hier haben wir, da ist die Zunge bei den Zähnen, der Mund offen, also nicht wie beim M zu, sondern M, und die Luft geht aus den Nasen heraus. Mit diesen Techniken kann man Kindern beibringen, eine Wahrnehmung auf ihre eigene Körpersprache zu schulen und damit einen Point zum Setzen, wo sich der Körper daran erinnert. Und zwar übers Visuelle, übers Spüren, übers Fühlen, übers Sehen, übers Hören. Also alle sind hier fast in einer Übung drin, mit Ausnahme von der Emotionalität. Also das sind ja diese Tools, wo Kinder lernen, diese verschiedenen Zugänge. Aber wenn ihr das mit dem Kind gemeinsam macht, wäre es möglich, dass es das integrieren kann. Und das Zweite wäre es, man kann es auch vom Spiegel üben. Damit ist man zu zweit, das klingt zwar komisch, man ist sich selbst im Spiegel und kann das beobachten. Das macht Spaß. Es ist eine Übung, die man durchaus miteinander machen kann. U, der Unterschied zwischen U und O. Hier, der Mund ist U. Ganz klein, ganz schmal, ganz rund. Und jetzt schauen wir mal, wie es O ist. Und das O hat einen offenen Mund. Einen anderen wie das U. Und damit es natürlich Spaß macht, kann man immer auf der einen Seite malen, auf der anderen Seite hat man ein bisschen eine Vorlage. Was natürlich auch sehr spannend ist, I, das J, wo man hier Hand, aber O des I ist ähnlich. Ja, sondern da I und ja. Da geht der Mund unten ein bisschen auf. Ja. Ganz interessant auch das Y, das zeige ich euch auch noch, weil Y wird zwar Y gesprochen, jetzt wenn man es aufzählt, aber in Wirklichkeit ist es ein Ü. Y. Xylophon. Pyjama. Nicht Pyjama. Pyjama. Ü. Und ich habe natürlich auch, aber das erzähle ich im nächsten Video, diese ganz speziellen AI, EI, AU, EU hervorkommen und das zeige ich im nächsten Video.